Insider Research im Gespräch. Der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Datensicherung, die Bedeutung von Backups als Schutz vor Ransomware und um Backup-Konzepte im Vergleich. Denn keine Frage, die Vielzahl der IT-Vorfälle und Cyberattacken machen mehr als deutlich, kein Unternehmen kann es sich leisten, auf eine Datensicherung, auf ein Backup zu verzichten. Doch wie sollte das Backup umgesetzt werden? Diese Frage stellt sich. Ein Klassiker der Datensicherung ist ja zum Beispiel das Backup mit Tapes. Da gibt es jede Menge Mythen rund um die Sicherung auf Tapes. Sind Tapes zum Beispiel der Weg der Wahl für geschützte Backups in Zeiten von Ransomware? Darüber sprechen wir nun mit Hannes Heckel. Er ist Leiter Marketing bei FastLTA. Hallo, Herr Heckel. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja, das freut uns sehr, denn Sie haben uns für unseren Podcast ein sehr, sehr spannendes, wichtiges Thema mitgebracht. Ich meine, wer kennt das Thema Datensicherung und Backups nicht? Aber das ist immer so ein Ding mit einem Thema, das eigentlich jeder kennt. Da gibt es jede Menge Mythen. Ich habe es im Intro gesagt. Also es gibt jede Menge Vorstellungen. Wie sollte man Backups machen? Welche Bedeutung haben Tapes? Und da fände ich super, wenn Sie einmal Klarheit in die Diskussion für uns bringen. Sie sind so ein Insider der digitalen Transformation, kennen das alles aus dem FF. Deshalb meine Frage an Sie. Was spricht denn für Tapes? Wenn man jetzt, ich möchte mal drei Punkte mit Ihnen speziell anschauen. Was spricht denn für Tapes, wenn man denkt an Haltbarkeit der Medien, an Planungssicherheit im Bereich Backups, aber auch an Kosten? Immer wieder ein wichtiges Thema. Fangen wir vielleicht einfach mal an. Tapes, sind die eigentlich so haltbar, wie man sich das vorstellt? Oder was können Sie uns da berichten? Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin kein Tape-Spezialist, weil unsere Firma, ich spreche ja hier für die Firma FastLTA, wir machen tatsächlich Datensicherungslösungen, die eben nicht auf Tape basieren. Das heißt, Sie werden natürlich von mir jetzt keine Lobpreisungen über Tape hören. Aber es gibt ja sicherlich, das nur gerade gesagt, es gibt ja sicherlich einen Grund, warum Sie sich entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen. Deshalb sind Sie für mich auf jeden Fall sehr geeignet, uns da aufzuschlauen. Genau, also der Grund, warum wir das gemacht haben, ist im Grunde der, dass wir keine Historie in dem Tape-Business haben und deswegen relativ neu anfangen konnten. Und heutzutage würde man sich, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch auf den Audiobereich schauen oder so, wahrscheinlich in einer Neuentwicklung nicht unbedingt damit beschäftigen, die Musikkassette wieder zu beleben. Wenn Sie die Haltbarkeit ansprechen, ja, das stimmt. Die Tapes sind bei entsprechender Handhabung natürlich grundsätzlich schon sehr haltbar. Der Knackpunkt liegt natürlich daran, dass Sie wie bei allen magnetischen Medien regelmäßig überprüfen müssen, ob die Daten, die da drauf sind, alle noch intakt sind und das Tape natürlich einen sehr hohen mechanischen Anteil hat. Jetzt nicht nur die Kassette selber, sondern natürlich auch die entsprechenden Drives, Loader und Wechsler, die Sie dort im Einsatz haben. Und jede Überprüfung verschlechtert sozusagen die mechanische Haltbarkeit von so etwas. Es ist auch nicht so wie bei Musik, dass wenn mal irgendwo ein Dropout oder ein Rauschen ist, dass das nicht so schlimm ist. Daten sind halt digital, die sind entweder da oder nicht da. Also man kann schon sagen, dass Tape natürlich über viele Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte haltbar ist, wenn es in einer professionellen Umgebung eingesetzt wird. Aber das hängt halt sehr davon ab, wie man damit umgeht einfach. Also als Unternehmen kann man nicht einfach davon ausgehen, dass man sagt, wir setzen auf Tapes, Haltbarkeit garantiert, sondern da muss man schon auf einige Punkte achten. Sie sagt noch gerade, ist ein hoher mechanischer Anteil. Also es ist ja nicht nur das Band, sondern drumherum, wenn man sich so vorstellt wie die Kassette, wenn man an die gute alte Musikkassette denkt. Ja. Aber könnte man sagen, weil auch das ist so ein Punkt, den man im Hinterkopf hat, mit Tapes, da habe ich was, da kann ich wirklich lange planen. Da gibt es Planungssicherheit, da gibt es eine Roadmap. Ist das so richtig?
Ja und nein, das wird ja immer propagiert von der LTO, die eine Roadmap veröffentlicht haben, die über viele Jahre und Jahrzehnte irgendwie dasteht und ganz tolle Zahlen dort hat. Da gibt es auch verschiedene Vorgaben, dass sich mit jeder Generation die Kapazität verdoppelt und dass eine Rückwärtskompatibilität mit zwei Generationen gewährleistet ist. Das ist inzwischen alles nicht mehr so. Die haben von der letzten Generation auf die von der vorletzten auf die letzte das mal eben über den Haufen geworfen und die Rückwärtskompatibilität ist auch nicht mehr gegeben. Das heißt, wenn Sie dort natürlich Schritt halten wollen mit den Entwicklungen und auch mit dem Datenwachstum, dann sind Sie halt schon gezwungen, in regelmäßigen Abständen Ihren Tape-Bestand umzukopieren, zu migrieren oder eben alte Systeme aufzubewahren, damit Sie die alten Tapes weiterhin lesen können. Das heißt, diese Planungssicherheit, das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich Tape als Backup-Medium schon sehr, sehr langer Zeit nicht mehr alleine dasteht, sondern immer mehr an den Rand gedrängt wird für spezielle Aufgaben. Und für manche Aufgaben ist es auch tatsächlich gar nicht verkehrt. Wenn ich also sehr, sehr viele Petabytes habe, die kostengünstig langfristig einfach nur abgesichert werden müssen in einer Kopie, die man vielleicht irgendwo hinlegt und hofft, dass man sie niemals braucht. Da sind die inkrementellen Kosten natürlich von Tape schon fast konkurrenzlos, muss man sagen. Aber es geht eben nicht nur um die inkrementellen Kosten. Das heißt, ein Tape, sozusagen die Kapazität Tape per Terabyte oder sowas, sondern man muss halt das Ganze drumherum irgendwie noch mitberechnen. Und das macht diese Kosten-Nutzen-Rechnung so ein bisschen hinfällig aus unserer Sicht. Also ich sehe schon, eigentlich bei allen drei Punkten, bei Haltbarkeit, bei Planungssicherheit, bei Kosten, kann man immer sagen, ja, also ist jetzt nicht total falsch, aber es gibt eben dieses Aber. Also man muss aufpassen, was muss ich tun, damit diese Haltbarkeit gewährleistet ist? Planungssicherheit, naja, da hat sich was geändert. Ganz so, wie man das früher hatte, das ist nicht mehr ein Kosten. Ja, man kann sagen, unschlagbar günstig, aber man muss natürlich gucken, welche weiteren Kosten sind damit verbunden. Also nicht einfach nur das Tape alleine angucken. Jetzt haben Sie schon gesagt, naja gut, ich bin eigentlich kein Tape-Experte, obwohl Sie natürlich jede Menge darüber wissen. Aber unser Unternehmen hat sich für einen anderen Weg entschieden. Welche Vorteile haben denn Speichersysteme fürs Backup, die auf Festplatten setzen? Warum haben Sie sich natürlich unbelastet, sagten Sie ja, Sie konnten einfach neu starten, gucken. Aber warum haben Sie sich so entschieden? Welche Vorteile hat man denn hier? Naja, der grundsätzliche Vorteil ist natürlich der Unterschied, dass Festplatten oder auch Flash-Medien nicht lineare Medien sind. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Reihenfolge, in der ich das geschrieben habe, auch genau die Reihenfolge sein muss, in der ich es wieder lesen muss, was bei Tape nun mal so ist, wenn ich nicht ständig hin und her spulen will. Das heißt, je wichtiger es ist, einzelne Teile wiederherstellen zu können oder auch Daten überprüfen zu wollen, die jetzt nicht unbedingt alle zusammenhängend sind, desto größer ist der Vorteil von nichtlinearen Medien, also Festplatten und Flash. Der mechanische Anteil ist signifikant geringer, vor allem natürlich bei Flash-Medien, bei SSDs. Da gibt es den quasi gar nicht mehr. Und wir haben seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich eine Schnittstellenstandardisierung, die jetzt mal wieder einen Generationssprung macht hin zu NVMe, aber die letztendlich über sehr, sehr lange Zeit schon konstant ist. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann haben wir kommen ja eigentlich aus dem Archivbereich, muss ich dazu ansetzen. Also in der Datensicherung haben wir einfach gesehen, dass es halt letztendlich zwei maßgebliche Faktoren gibt, warum Tape immer noch gerne in der Datensicherung eingesetzt wird. Und das ist einerseits sind es die Kosten. Da glauben wir, dass wir
ziemlich gut mithalten können, wenn wir die kompletten Kosten betrachtet, also nicht nur rein Medium pro Terabyte. Und das Zweite ist, da kommen wir ja später noch drauf, ist das Thema, dass man ein Tape physisch herausnehmen kann, dass es unabhängig von der Infrastruktur im Grunde in der Kapazität skaliert, indem man einfach mehr Tapes verwendet. Und auch das haben wir in unserem System eigentlich ganz gut gelöst. Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Tape ist eigentlich so eine Sicherung, ist gut dafür geeignet, eine Sicherungskopie, die man hoffentlich nie wieder braucht, zu erstellen, während Datensicherungen, die auf Flash- oder Disk-Basis aufbauen, sind im Grunde Recovery-Systeme. Und das ist halt genau der Punkt, wo eigentlich die Bedeutung von Backup und Recovery heutzutage sich hinentwickelt. Da haben Sie auch, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil Sie sagten, das eine eher so eine Datensicherung, die würden, sagt man, dann lege ich irgendwo hin und bestens, ich brauche sie nie wieder. Aber es geht ja eigentlich darum, dass man sie aller Voraussicht nach braucht. Denn wenn wir jetzt mal an die Ransomware-Attacken denken, die ja wirklich in aller Munde sind, die ständig in den Nachrichten sind und die zu Recht von vielen Unternehmen ja gefürchtet werden, da geht es ja darum, dass, wenn man betroffen ist, ist das Wichtigste überhaupt, dass man eine vollständige, aktuelle Datensicherung hat. Und das bedeutet ja, dass ich diese Datensicherung für Recovery auch einspielen können muss und auch einspielen werde, denn nur dann bringt sie mir ja was in diesem Falle. Jetzt gibt es ja so ein Schlagwort, wo immer gesagt wird, okay, Datensicherung gehört unbedingt zum Ransomware-Schutz dazu, aber man denke an AirGap. Können Sie uns da nochmal sagen, was genau ist AirGap und stimmt es, dass man das eigentlich nur mit Tapes hinbekommt oder ist auch das eher so ein Mythos? Genau, also um nochmal auf das Ransomware-Thema zurückzukommen, sehr verkürzt sagt das BSI, der wichtigste Schutz gegen die Folgen einer Cyberattacke ist ein Backup. Das ist aber sehr verkürzt, weil man muss eben, der Trend oder die Wichtigkeit entwickelt sich eindeutig hin zum Recovery. Sie müssen wiederherstellen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Die zweite Grundvoraussetzung ist, dass Sie sehr schnell wiederherstellen können, zumindest die Daten, die Sie im täglichen Leben brauchen. Aber es gibt eben auch noch die Anforderung, dass Sie Daten, die vielleicht nicht unbedingt sofort verfügbar sein müssen, die aber dann doch unternehmenswichtig sind, so absichern, dass sie auf keinen Fall irgendwie kompromittiert werden können. Und das Naheliegendste ist natürlich, Daten dort regelmäßig aus dem System auszulagern, so wie man das immer schon mit Tape gemacht hat, und dieses Medium dann in ein Safe zu legen zum Beispiel. Es gibt neben Tape natürlich auch optische Medien, die man auslagern kann. Und wir haben das Ganze halt auf Festplatten oder auch auf Flash-Basis realisiert mit herausnehmbaren Medien, die man eben aus dem Speichersystem entnehmen kann, tatsächlich physisch auch, und eben sicher irgendwo lagern kann. Und AirGap ist letztendlich nichts anderes als die physische Trennung von dem Haupt- oder von dem Speichersystem, oder sagen wir mal so, die Datentrennung von dem System, wo sie dann auch erzeugt bzw. wieder verarbeitet werden, respektive von dem System, was eben unter Umständen einem Angriff ausgesetzt wird. Es gibt verschiedene Ansätze, wo AirGap auch beispielsweise beschreibt, dass die Daten an einem zweiten Standort gelagert werden oder zum Beispiel über einen komplett anderen Dienstleister nochmal abgesichert werden. Die Krux bei der Sache ist natürlich, dass da vielleicht schon eine bestimmte Distanz dazwischen ist, dass Distanz im Digitalen aber natürlich eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, weil wenn ein Angreifer es schafft, in ein System zu kommen, dann ist es ihm ziemlich egal, ob das andere 1000 Kilometer entfernt ist oder nicht. Hauptsache, es hat irgendwie eine Verbindung dazu. Deswegen sagen wir, AirGap ist eigentlich letztendlich eine physische Trennung und die Hauptanforderung ist natürlich, dass es auf keinen Fall, die Daten auf keinen Fall angreifbar sind.
Es gibt noch zwei weitere Aspekte, Aspekte zum Airgap, die tatsächlich sehr wichtig sind. Man lagert ja nicht jeden Tag dann irgendwie Daten aus. Das werden die allerwenigsten Leute machen, weil das wird irgendwann sehr, sehr teuer werden. Sondern man definiert bestimmte Intervalle, in denen man bestimmte Datensätze, das ist auch sehr unterschiedlich, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind, dann eben in eine Auslagerung, in einen Airgap gibt. Das heißt, diese Daten lagern dort unter Umständen auch sehr lange. Das heißt, man muss auf dem Medium selber eine inhärente langfristige Sicherheit garantieren. Bei Tape muss man das so machen, indem man im Grunde mehrere Kopien macht, weil wenn ein Tape kaputt geht, sind halt alle Daten weg. Bei Festplatten oder bei nichtlinearen Medien, Festplatten, Flash, kann man eben über Redundanzkodierungen eine eingebaute Datensicherung sozusagen erzeugen, ohne dass man Daten verdoppeln, verdreifachen muss. Und das dritte Kriterium, was auf Airgap natürlich genauso zutrifft wie auf jede andere Instanz der Datensicherung, ist, dass der Wunsch da ist, dass, wenn man es braucht, dass die Daten natürlich sehr schnell, also sofort und natürlich auch im Random Access zur Verfügung stehen, weil wofür braucht man denn die Daten, die auf einem Airgap-Medium sind? Das sind ja wirklich, das wird auch oft als Last Line of Defense bezeichnet. Also das heißt, wenn wirklich alle anderen üblichen Speicher- oder Datensicherungsmethoden kompromittiert sind und man muss auf ein Medium zurückgreifen, was man ausgelagert hat, dann ist natürlich das allererste, was man machen muss, man muss diese Daten überprüfen, ob die denn intakt und integer sind und unter Umständen ab welchem Zeitpunkt oder bis wie lange man zurückgehen muss, damit man sozusagen sicher sein kann, dass man diese Daten verwenden kann. Und das erfordert halt auch wieder Random Access Zugriff. Warum? Und das bedeutet, wenn man Tape als Airgap-Medium nutzt, das funktioniert schon, aber im Recovery-Prozess ist man im Grunde gezwungen, das Ganze über einen mehrstufigen Recovery-Prozess erstmal wieder herzustellen, während das bei unseren Silent Bricks, also bei diesen herausnehmbaren Medien, hat man im Grunde dann sofort wieder vollständigen Random Access Zugriff. Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff Silent Bricks genannt. Vielleicht finde ich immer ganz spannend, weil Silent versteht man ja, ne? Was das bedeutet. Wie kommt es zu dem Namen? Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben jetzt schon so erläutert, das ist also ein Speichermedium, Festplatte, kann Flash sein. Das kann man herausnehmen und als Airgap-Medium nutzen. Ist dann nicht mehr erreichbar, weil wir wissen ja, die Angreifer sind leider nicht blöd. Das heißt, wenn Datensicherung so wichtig ist als Schutz bei Ransomware-Attacken, was macht man? Man greift natürlich ganz gezielt die Backups an. Und da haben Sie uns schon gut erklärt, warum eben Ihre Lösung auch eben dafür so gut geeignet ist oder an verschiedenen Stellen eigentlich sogar besser, komfortabler dafür geeignet ist, wenn man nämlich im Fall des Falles die Daten schnell wiederherstellen muss, ist das damit viel eher möglich. Aber woher kommt denn dieser Begriff Silent Bricks? Wie kann man sich das vorstellen? Können Sie uns das vielleicht erklären, wer das noch nicht kennt? Ja, also es ist natürlich eine Produktbezeichnung. Man muss das System eigentlich sehen. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig im Podcast. Ja, also das müsste man vielleicht später auf die Webseite gehen. Genau, ganz kurz gesagt, das gibt's natürlich. Also wir werden zu diesem Podcast auch Shownotes veröffentlichen und Sie haben tolle YouTube-Videos zum Beispiel. Sie haben viele Unterlagen im Web und das werden wir verlinken. Man kann sich das danach anschauen, aber vielleicht können Sie so ein bisschen uns akustisch auf die Reise mitnehmen, wie man sich das vorstellen kann. Also wir sind aus dem Archivbereich und da gab es ein System oder gibt es auch immer noch in der nächsten Ausbaustufe inzwischen, das System Silent Cubes, was tatsächlich ein Langzeitarchivsystem ist, was durch ein sehr intelligentes Energiemanagement einzelne Speicherbereiche tatsächlich in den Standby-Modus schieben kann und dadurch halt wenig Energie verbraucht, aber eben auch leise ist. Das ist mal der eine Herkunft.
Das andere ist, es gibt ja sowas wie Silent Updates, also oder auch Silent SMS kennen vielleicht einige. Das sind so SMS, die beim Kunden oder beim Empfänger eigentlich nicht auftauchen, die nur Ermittlungsbehörden dazu dienen, Standorte festzustellen. Das heißt, das sind Sachen, die im Hintergrund passieren, wo der Anwender nichts davon mitbekommt. Und unsere Systeme sind eigentlich, zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit minimalem Administrationsaufwand sehr, sehr lange Zeit laufen. Und wir haben einfach diese Produktlinie dann sozusagen weiterverfolgt. Das Silent Brick, also warum Brick, ist tatsächlich dieses Medium, dieses herausnehmbare Medium, ist im Grunde ein kleines NAS in sich selbst. Da sind 12 Datenträger drin. Das ist aber ein 60 Zentimeter langer, wie so ein Riegel sozusagen, den man aus dem System herausnehmen kann, hat vorne einen Griff, damit man ihn auch zuverlässig irgendwie transportieren oder zumindest aus dem System rausnehmen und halten kann. Ist sehr stabil mit einem Alu-Profil. Man kann also auch mit dem Auto drüber fahren, muss man jetzt nicht machen, aber das ist alles darauf ausgelegt, dass halt auch in diesem Offline-Zustand, wenn das Medium rausgenommen ist, keine Beschädigungen hier stattfinden können. Und hat eben auch integriert diese Redundanz, dass eben bis zu 4 von diesen 12 Datenträgern ausfallen können, ohne dass Daten verloren gehen. Mhm. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Speicherriegel im Grunde, den man rausziehen kann aus dem System und dann irgendwie mitnehmen oder halt in einen Safe oder eine sichere Location legen kann. Und ich habe gesehen, da gibt es ein schickes Köfferchen dazu, oder? Gibt es auch, weil wir haben auch Anwender, die tatsächlich, wo der Transportfall eher im Vordergrund steht, zum Beispiel das Bundesarchiv, was sehr große Datenmengen einfach digitalisiert und dann an einen anderen Standort bringen muss, was einfach bei sehr großen Datenmengen immer noch per Kurier sozusagen um ein Vielfaches schneller geht, als wenn man das jetzt irgendwie online übertragen wollen würde. Und dafür gibt es eben zur Sicherung, zum Transport einfach auch so Köfferchen für ein oder für 4 von diesen Silent Bricks. Also mein Tipp, unbedingt mal angucken auf YouTube, auf der Seite von FastLTA. Ist also sieht sehr, sehr gut aus. Und wir haben gerade gehört, man könnte über so einen Silent Brick sogar drüber fahren. Muss man jetzt nicht machen, hat er uns gesagt. Aber gut zu wissen, es ist also sehr, sehr robust. Jetzt habe ich den Begriff AirGap von Ihnen erklärt bekommen. Da gibt es ja noch so einen anderen Begriff, Immutability. Was ist das denn? Und wenn Sie uns das erklären, wie erreicht man das denn? Was hat es damit auf sich? Ja, Immutability ist jetzt etwas, was als Begriff relativ neu ist, weil es von dem S3 Object Stores, die ja von Amazon Web Services erfunden wurden sozusagen, jetzt unterstützt wird, was aber jetzt nicht so wahnsinnig neu ist. Immutability gibt es im Datenbereich schon sehr lange und es bedeutet letztendlich nichts anderes als eine Unveränderbarkeit. Das heißt, Daten, die einmal geschrieben oder definiert wurden, die verändern sich nicht. Es kommt aus der Programmierung, wo es eben Variablen und Konstanten gibt und im Englischen werden diese Konstanten eben als immutable gekennzeichnet, dass sie eben nicht verändert werden können. Und da gibt es halt verschiedene Methoden, das zu realisieren. Aber Immutability ist deswegen so wichtig, weil es natürlich darum geht, dass die Daten, die irgendwo, also Daten, die überhaupt nicht verfügbar sind, also wenn ich ein AirGap-Medium jetzt so auslage, dass ich selber nicht mehr drankomme, dann nutzt es mir ja auch nichts. Das heißt, man sucht nach Wegen, Daten auszulagern, aber trotzdem verfügbar zu halten und natürlich auch zu verhindern, dass irgendwelche Angreifer diese Daten verändern oder löschen können, weil es sind ja genau die Sachen, die Angriffe. Übrigens sind inzwischen über 90%, also quasi alle Angriffe gehen zunächst auf die Datensicherung bei Cyberattacken, weil, wie Sie gesagt haben, die Angreifer sind ja nicht blöd. Also das ist tatsächlich der Fall, ja. Und
Jetzt habe ich gelesen, habe mich ja so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet, das Silent Brick System bietet Multi-Immutable Storage. Immutable, haben Sie uns jetzt gerade erklärt. Was bedeutet denn hierbei Multi? Ja, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, Immutability herzustellen. Eine davon ist AirGap. Das ist also eine Hardware-basierte Möglichkeit. Das heißt, ich nehme das Medium raus und schon kann niemand mehr darauf zugreifen und es kann auch keiner mehr die Daten, die da drauf geschrieben sind, manipulieren oder löschen. Es gibt noch eine zweite Hardware-Methode. Das ist das sogenannte Hardware-Worm, also eine Write-Once-Read-Many-Variante, wo nur Daten nur inkrementell geschrieben werden können und dann eben nicht mehr verändert oder gelöscht werden können. Die Methode ist jetzt für Datensicherung nicht so wahnsinnig geeignet, weil Daten, die ich nie wieder löschen kann, da bekomme ich natürlich irgendwann ein Kapazitätsproblem. Ich muss ja Datensicherung nicht zwangsläufig endlos aufbewahren. Das ist im Archivbereich ein bisschen anders. Deswegen setzen wir das dort verstärkt ein. Es gibt jetzt auch noch Softwaremethoden. Und bei Softwaremethoden kann man auch unterscheiden, eben zum Beispiel bei das S3 Object Lock, also im Objektspeicher werden die geschriebenen Objekte versiegelt sozusagen per Software und mit einem Aufbewahrungsdatum oder einer Aufbewahrungszeit, einer Retention versehen. Und vor Ablauf dieser Aufbewahrungszeit können sie eben nicht verändert oder gelöscht werden. Das Ganze ist im System verankert, in dem Speichersystem verankert und sozusagen nicht umgehbar, beziehungsweise nur unter großen Hürden umgehbar. Aber wie jedes Softwaresystem ist es natürlich theoretisch auch angreifbar. Der Vorteil ist jetzt das, dass das vor Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist eben niemand diese Daten verändern kann. Das heißt, wenn innerhalb dieser Aufbewahrungsfrist, die letztendlich der Benutzer oder auch die Backup-Software einstellt, wenn dort ein Angriff erfolgt, habe ich auf jeden Fall noch Kopien oder Varianten meiner Daten, die eben innerhalb dieser Aufbewahrungsfrist dann eben garantiert nicht verändert wurden. Das ist die eine Möglichkeit, sowas per Software zu machen. Die andere Möglichkeit ist jetzt im Speichersystem selbst fix verankert und wird auch nur dort verwaltet. Da gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Wir nennen das Continuous Snapshots. Es gibt auch die Bezeichnung Safe Mode oder Automatic Snapshots. Das Snapshots-Prinzip ist auch ein relativ bekanntes schon. Die entscheidende Erweiterung ist dieses Automatische oder Continuous bei uns genannt. Das heißt, das System erzeugt selbstständig diese Snapshots von einem bestimmten zu bestimmten Zeitpunkten in einem bestimmten Intervall von diesem Datenbestand und legt diese so separat ab, dass sie eben auch wiederum durch die üblichen Benutzerrechte oder auch durch die Backup-Software nicht zugänglich sind, sondern komplett autark im System sind. Auch dort stellt man wieder eine Anzahl dieser Snapshots ein. Und da werden dann ältere Snapshots gelöscht, sozusagen regelmäßig, wenn dann neue hinzukommen. Also es ist auch so ein zyklischer Prozess. Das sind beides Softwaremechanismen, die eben den Vorteil haben, dass die Datenspeicherung, also die physische Speicherung auf dem Medium selbst im Grunde so stattfindet wie sonst üblich. Man kann sie also auch wieder löschen, aber über bestimmte Softwarehürden und Rechtevergabe und ähnliche Mechanismen eben gewährleistet ist, dass Cyberattacken da ins Leere laufen. Und das Silent Brick-System im Grunde alle vier dieser Möglichkeiten erfüllt, also beide Hardware-Möglichkeiten, Hardware-Worm und AirGap und beide Software-Möglichkeiten, Continuous Snapshots oder auch Object Lock im S3-Bereich, sprechen wir von Multi-Immutable Storage. Warum ist das wichtig? Weil ein modernes Backup halt nicht mehr nur aus einmal zu Disk und einmal zu Tape besteht, sondern inzwischen halt bis zu 5 Instanzen hat,
die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und die eben unterschiedlich abgesichert werden müssen mit unterschiedlichen Höhe der Sicherheit, aber auch mit unterschiedlichen Vorgaben, was Wiederherstellungsgeschwindigkeit und Intervalle betrifft. Und deswegen ist es eben sinnvoll, unterschiedliche Immutability-Methoden auf die jeweiligen Bereiche anzuwenden. Und Sie haben uns jetzt auch zwischendurch ja nochmal einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt. Es bringt natürlich nichts, Daten zu sichern und man könnte sie gar nicht mehr löschen. Wir alle wissen ja, neben den Aufbewahrungspflichten gibt es auch die Löschpflicht. Man muss also auch löschen können, nur muss eben der Schutz da sein, dass nicht das Unberechtigte verändern, das unberechtigte Löschen da ist. Und da haben Sie uns jetzt gerade schön dargestellt, wie man dafür Sorge tragen kann. Jetzt sprechen wir zu Recht bisher so stärker im Bereich IT-Sicherheit, ganz, ganz wichtig. Aber ein anderes großes Thema unserer Zeit ist ja Nachhaltigkeit. Und auch wenn es um Datensicherung geht, gerade um Datenarchivierung, ist ja Nachhaltigkeit wichtig. Was können Sie uns da sagen? Was bedeutet das, dass ein Datenarchiv nachhaltig ist? Und wenn man jetzt dran denkt, ein Datenarchiv besteht ja eben aus mehreren Komponenten, aus der Hardware, Software, es gibt Services außenrum. Was macht das Ganze nachhaltig? Ja, also Archive müssen natürlich grundsätzlich nachhaltig sein. Also nachhaltig heißt letztendlich lange nutzbar, ohne unnötig Ressourcen zu verschwenden. Das muss nicht, ist im Normalbegriff wird das natürlich immer irgendwie auf Umwelt und so weiter. Aber letztendlich geht es im Geschäft halt auch viel um Kosten einfach. Und bei Nachhaltigkeit geht es tatsächlich darum, einen langfristigen, planbaren Kosten versehenen Betrieb sicherzustellen. Und es ist für Archive, wir haben Kunden, die haben zweistellige Petabyte-Bereiche, die zieht man nicht alle 3 Jahre auf ein neues System um, nur weil es halt jetzt neu ist sozusagen oder weil das alte System nicht mehr so funktioniert. Das funktioniert einfach nicht, das müssen wir verhindern. Das heißt, es geht natürlich um die Komponenten, um die Lebensdauer der Systeme, die einfach dafür ausgelegt sind, jahrzehntelang zu laufen und auch zu funktionieren. Es geht um Schnittstellen, Standards, die möglichst so interpretiert und auch eingehalten werden, dass man auch in der absehbaren Zukunft hier keine Probleme hat. Es geht natürlich um Softwarepflege, also Stichwort Sicherheitslücken oder auch neue Funktionen oder auslaufende Unterstützung für irgendwelche Libraries. Und letztendlich geht es dann natürlich aber auch um die Betreuung, um die Wartung. Und da ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, das schlägt dann wieder die Brücke zur Hardware, dass man natürlich auch Komponenten, die ausfallen können, langfristig verfügbar machen muss. Und das sind alles Sachen, die wir als Spezialisten für so langfristige Datensicherung uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben. Und unsere Systeme sind tatsächlich in jedem Aspekt auf diese Langfristigkeit optimiert. Nur ein Beispiel, bei sehr vielen Speichersystemen sind sie gezwungen, die Datenträger, also die Festplatten zum Beispiel bei NAS-Speichern, vom Hersteller zu kaufen oder ganz spezielle Festplatten nur zu verwenden, weil die Firmware sonst nicht funktioniert und das System sonst unbrauchbar wird. Man kann sich vorstellen, dass solche Festplatten halt einfach nur eine bestimmte Lebensdauer hat. Irgendwann, nicht Lebensdauer, sondern halt auch Marktdauer. Das heißt, die ist irgendwann end of life und dann gibt's die nicht mehr. Mhm. Und dann kriegen sie ein Problem. Dann müssen sie alle Platten austauschen oder das System halt migrieren sozusagen. Und bei uns ist es so, dass wir unsere eigenen Systeme so konzipiert haben, dass sie im Grunde, wenn die Schnittstelle die gleiche ist, beliebige Medien dort einsetzen können, die natürlich unter Umständen in Kapazität oder Geschwindigkeit dann unter Umständen ein bisschen Limitationen haben. Aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, beispielsweise in so einem Silent Brick auch in ein paar Jahren noch SATA-Platten einfach zu tauschen. Das System repariert sich dann so quasi selbst, also sorgt wieder dafür, dass die volle Redundanz gegeben ist und funktioniert dann einfach weiter. Also Nachhaltigkeit ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man jetzt nur sagt, das ist ressourcenschonend, obwohl ja, unsere
neueren Produkte sind auch CO2-neutral, den Betrieb ausgenommen, das liegt in der Verantwortung des Kunden, aber in der Produktion und in der Entsorgung CO2-neutral. Was aber viel wichtiger ist, wir versuchen natürlich grundsätzlich den CO2-Impact, also den Ressourcen-Impact zu reduzieren. Aber es geht eben darum, dass je länger solche Systeme nutzbar sind, desto umweltschonender, desto ressourcenschonender und desto kostengünstiger sind sie letztendlich auch. Also absolut. Nachhaltigkeit hat natürlich diese Umwelt- und Klimaaspekte, aber ein Punkt der Nachhaltigkeit ist natürlich, dass die Investition, die ich mal gemacht habe, dass die eben auch wirklich langfristig genutzt werden kann und dass ich nicht sage, naja, jetzt ist vielleicht da eine bestimmte Festplatte nicht mehr verfügbar, jetzt kann ich das ganze System nicht mehr nutzen, sondern dass da eine Offenheit da ist, dass man auch wirklich so ein System, wie es für eine langfristige Datenspeicherung notwendig ist, auch wirklich langfristig nutzen kann. Vielleicht können Sie uns noch kurz am Beispiel, also mir gefällt das mit dem Bundesarchiv zum Beispiel sehr, sehr gut, nochmal berichten, warum gerade Ihre Lösung so da zum Einsatz kommt, warum das so gut geeignet ist, was die Kunden daran schätzen. Ja, also Bundesarchiv, DLR oder wirklich auch viele Krankenhäuser haben einfach sehr, sehr spezielle Anforderungen und wir stellen verstärkt fest, es gibt einen bestimmten Sockel sozusagen, die sehr ähnliche Anforderungen haben, beispielsweise was die Archivierung angeht. Aber es gibt eben auch viele Kunden, die relativ spezielle Anforderungen haben, die eben durch Standard-Speichersysteme so gar nicht zu erfüllen sind. Und ich glaube, was unsere Kunden schätzen, sind mehrere Sachen. Das eine ist die Flexibilität unserer Systeme. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Wir bezeichnen uns als Spezialisten, das heißt, wir machen Spezialsysteme, ja. Im Archivbereich ist es absolut sinnvoll, ein hochspezialisiertes Speichersystem einzusetzen, was genau diese Anforderung exakt erfüllt und was im Grunde wie ein Archiv eben sein soll, möglichst problemlos und wir nennen es Zero Admin, also ohne viel User-Eingriff im Hintergrund läuft und einfach seinen Dienst versieht für viele Jahre und Jahrzehnte. Das sind unsere Silent Cubes, die sind sehr wichtig in dem Bereich. Im Bereich der Datensicherung verändern sich einfach Parameter viel schneller und dort ist es sehr wichtig, dass das System sehr flexibel ist, aber natürlich trotzdem enorm zuverlässig. Über Nachhaltigkeit haben wir ja gerade schon geredet, also über sehr viele Jahre einfach wunderbar funktioniert. Was gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, viele unserer Kunden, auch einige Bundesbehörden, die jetzt unsere Systeme einsetzen, halt auch schätzen, ist letztendlich, dass wir ein deutsches Unternehmen sind. Wir haben die Entwicklung, den Support, den Verkauf hier in Deutschland. Wir sind gut verfügbar und auch greifbar. Und man hat auch die Sicherheit, dass da jetzt keine Backdoor aufgrund von irgendwelchen Vorgaben irgendwelcher Regierungen irgendwie eingebaut ist. Das sind alles Kriterien, die uns dann doch helfen, natürlich gerade im deutschsprachigen Bereich interessante Kunden zu haben. Das Bundesarchiv hat jetzt eine spezielle Anforderung, da habe ich vorhin schon gesagt, da ging es um Datentransport, ist auch etwas, was eigentlich mit keinem anderen System so überhaupt machbar ist. In den Dimensionen, die dort sind, die haben tatsächlich die Geschwindigkeit um Faktor 10 steigern können, wie Daten von Standort A nach B transportiert werden können. Und das auch noch bei höchster Sicherheit. Dann, wie gesagt, die DLR, die halt sehr viele Petabytes einfach Satellitendaten archiviert und eine Technologiealternative zum Tape, zu einem Tape-Archiv, wo in solchen Bereichen ja Tape absolut sinnvoll und auch richtig eingesetzt ist. Aber es gibt halt nur noch eine Technologie inzwischen, LTO. Und deren Vorgaben sahen vor, dass es eben eine zweite Technologie geben muss, die preislich aber konkurrenzfähig sein muss. Und ja, nicht zuletzt haben wir halt eine Historie von bald 15 Jahren, wo wir Archivsysteme in Krankenhäusern, in kommunalen Einrichtungen, im Mittelstand installiert haben,
die dort niemals Daten verloren haben. Und das hilft natürlich schon sehr. Ich glaube, da haben Sie uns jede Menge gute Argumente genannt, warum man nicht einfach sagen sollte, ich setze auf Tape, was immer schon so war, sondern dass man sich Gedanken macht, wie man das Backup-Konzept so gestaltet in Zeiten von Ransomware, in Zeiten von Nachhaltigkeit, in Zeiten von der Notwendigkeit, möglichst schnell wiederherstellen zu können, wo es nicht einfach darum geht, dass man Daten sichert, irgendwo hinlegt, hofft, dass man nie darauf zugreifen muss, sondern dass man wirklich recovery-fähig sein muss. Das gehört zur Compliance zwingend dazu. Das ist auch etwas, was beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung fordert, dass man die Wiederherstellbarkeit gewährleistet. Und vielleicht können Sie uns zum Schluss noch mal so ins Stammbuch schreiben, wie sollte ein modernes Backup-Konzept aussehen? Vielleicht noch mal so ein paar Tipps am Schluss. Ja, also das ist sehr individuell. Ein modernes Backup-Konzept setzt vor allem voraus, dass man sehr genau analysiert, was man tatsächlich braucht, was für ein Budget zur Verfügung steht letztendlich und welche Konsequenzen sich daraus entgeben. Man hat in einem modernen Backup-Konzept heutzutage bis zu 5 Bereiche. Das ist zum einen der Bereich, wo kritische Daten, die für die unmittelbare Business Continuity, sagt man, also für den Aufrechterhalt der Geschäfte notwendig sind, gesichert werden. Die müssen möglichst schnell wieder zur Verfügung stehen. Man redet auch von RTO, Recovery Time Objective, was möglichst auf Null zu setzen ist. Das heißt also, möglichst in einem Ernstfall sind alle Daten nochmal vorhanden und ich kann sofort wieder weiterarbeiten. Der zweite Punkt ist dann das, was man früher als klassisches Disk Backup bezeichnet hat, also Recovery Point Objective. Zu bestimmten strategischen Zeitpunkten erstelle ich entweder inkrementelle oder auch Full Backups, die dann lange leben, die ganz sicher sind, die mehrfach abgesichert sind und die definieren, wie viel Daten kann ich im Grunde verlieren, wenn ich auf ältere Backups zurückgreifen muss zur Datenwiederherstellung. Auch das versucht man natürlich in möglichst kurz zu halten. Das ist hauptsächlich natürlich eine Preisfrage. Dann gibt es den Teil der Last Line of Defense, also AirGap, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Letztendlich hat man auch noch die Anforderung, Daten auszulagern auf günstigere Speichersysteme, Object Stores, ob die jetzt on-premises sind oder in einem Rechenzentrum oder vielleicht sogar in der Public Cloud, wobei das, sagen wir mal, relativ kritisch zu betrachten ist. Also auch das ist noch eine Anforderung. Und dann nicht zu vergessen, es gibt immer mehr Daten, die in Software-as-a-Service-Bereichen zur Verfügung stehen oder erzeugt werden, Microsoft 365, Salesforce und ähnliche Geschichten. Diese Daten sind ja vom Unternehmen selbst gar nicht, sind ja dort gar nicht vorhanden, sondern werden nur genutzt. Der Kunde ist aber in den allermeisten Fällen selber dafür verantwortlich, diese Daten zu sichern. Und auch hier ergeben sich neue Herausforderungen der Datensicherung. Und wenn man jetzt an Tape eigentlich anschaut, ich weiß nicht, ob Sie, ich bin entsprechend alt, dass ich noch einen Commodore 64 hatte und dort Spiele gespielt hatte. Ja, kenne ich alles. Ja, und weil der Arbeitsspeicher so klein war, musste man dort immer nachladen. Der entscheidend große Sprung irgendwie, der das möglich gemacht hat, war im Grunde von der Dataset, also das, was man auf Audiokassetten dann gespeichert hat, hin zu dieser Disk Station, die dann irgendwie von so Floppy Disks nach, was letztendlich ein non-lineares Medium war. Und erst das hat sowas überhaupt möglich gemacht, weil nur dann über diesen non-linearen Zugriff einfach in sinnvollen Intervallen auch letztendlich ein Daten-Recovery irgendwie überhaupt möglich ist. Also es geht verstärkt um Recovery, es geht nicht mehr nur um Backup. Backup ist eigentlich nur noch quasi die Basis, um ein erfolgreiches Recovery möglich zu machen. Und die Technologie muss sich am Recovery-Prozess orientieren und nicht mehr am Backup-Prozess. Ja, Herr Heckel, jetzt haben Sie mich nicht nur zurück in Kindheit und Jugend gebracht, sondern Sie haben uns sehr viel
berichtet über das Thema Datensicherung und Ransomware, über Archivierung, über die Einschätzung, was macht Tape aus, welche Vorzüge haben Festplatten, wie kann man sich da orientieren, wie sollte man ein Backup-Konzept denn heute machen, woran muss man denken. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Heckel, auch wie gesagt über diesen Ausflug gedanklich nochmal in die Zeit, wo man so seine ersten Computerspiele gemacht hat. Herzlichen Dank dafür, Herr Heckel. Und sehr gerne. Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, die uns, wie der Herr Heckel, wirklich viel spannende Sachen zu erzählen haben, die praktischen Nutzwert im Unternehmensalltag haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Hannes Heckel von Fast LTA. Herzlichen Dank nochmals.